Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mit dem heutigen Video gibt es wieder ein kleines Update zur C-Thematik. Es gibt ja jetzt seit kurzem verschärfte Maßnahmen in ganz Deutschland bezüglich der Mund-Nasen-Bedeckung. Ich habe ja dazu schon im letzten Jahr einige Videos gemacht und gesagt, ich trage eher einen Buff oder einen Schal. Wenn ich einkaufen gehe, die öffentlichen Verkehrsmittel nutze ich so gut wie nie, dann habe ich seit Corona auch nicht genutzt. Und seit kurzem darf ich auch meinen Schal nicht mehr nutzen, sondern muss beim Einkaufen eben eine medizinische Maske oder gar eine FFP2-Maske tragen. Das lehne ich für mich persönlich ab. Im letzten Jahr, seitdem es die Maskenpflicht gab, bin ich ja sehr selten einkaufen gegangen und dann auch immer nur kurz mit Buff oder Schal. Ich habe die Aufenthalte mit Maske immer so kurz wie möglich gestaltet und habe euch auch gezeigt, dass ich einfach auch vorsorge. Ich habe gewisse Vorräte an Samen versprossen, ich habe Trockenfrüchte, Nüsse, grüne Pulver, Mikroalgen. Wir bekommen auch jede Woche eine Biokiste hier aus der Region und ab und zu bestelle ich auch in Andalusien Stangensellerie, Zitronen, Orangen, Süßkartoffel und hin und wieder auch bei Jurassic Fruit reife Früchte und Lavaerde für meine Haare. Also ich muss jetzt nicht zwingend unbedingt einkaufen gehen. In den letzten Wochen und Monaten bin ich meistens so einmal die Woche noch in einen kleinen Supermarkt hier um die Ecke gegangen und habe einiges an Gemüse gekauft. Die haben da auch ein ganz gutes Bio-Angebot, eben auch ganz gutes Bio-Gemüse. Aber das lasse ich jetzt auch erstmal bleiben und bestelle dann einfach mehr Gemüse über meine Bio-Kiste. Ich habe nicht meine Maske. Ich könnte jetzt gar nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen oder einkaufen gehen. Ich bekomme aber demnächst von Freunden eine Maske. Jeder von uns bekommt hier eine Maske einfach zur Not. Aber wir versuchen, das Maskentragen so gut wie möglich zu vermeiden. Und für mich persönlich heißt das auch, dass ich erstmal nicht mehr einkaufen gehen muss. In diesem Video möchte ich auch euch nochmal einen Einblick gewähren in meine regionale Biokiste, welche tolle regionale Vielfalt es auch gerade im Januar gibt. Und ich zeige euch in diesem Video auch, was wir mit diesen Lebensmitteln machen, beziehungsweise sage euch, wie wir diese zubereiten. Es gibt viele Menschen, die bezeichnen andere Menschen, die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bzw. einer Maske ablehnen, als unsolidarisch bzw. als unsozial. Auch ich wurde schon so unter meinen Videos bezeichnet. Ich persönlich vermeide das Tragen einer Maske, indem ich eben keine öffentlichen Nahverkehrsmittel nutze, indem ich eben ganz selten nur einkaufe und ich werde das Einkaufen, wie schon gesagt, noch mehr minimieren. Ich gefährde ja deswegen keine anderen Menschen. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass wir mittlerweile nicht mehr in einem Land leben, wo das Wissen sehr hoch gehalten wird, sondern der Glaube. Ich muss dazu sagen, ich schaue schon seit 2013 kein Fernsehen mehr, höre kein Radio mehr. Also ich werde jetzt auch nicht täglich von Nachrichten vollgesäuselt oder von Talkshows, die mir erzählen, wie schlimm das gerade alles hier ist. Und ich muss dazu sagen, in meinem Freundeskreis gibt es nur Menschen, die diese ganze Situation auch sehr kritisch sehen, die nachdenken und hinterfragen und wir tauschen uns da auch ganz oft aus. Ich weiß nicht, wie es euch persönlich geht, aber ich habe mich seit früher noch nicht an das Maskentragen gewöhnt. Es kommt mir so unwirklich vor. Also ich selber vermeide ja das Maskentragen so gut wie möglich. Aber wenn ich dann doch mal einkaufen gehe und sehe die ganzen Menschen mit Masken um mich herum. Kürzlich war ich ja nochmal mit meinem Schal einkaufen und habe so viele Menschen mit FFP2-Masken gesehen, dass mir so vorkommt, als ob diese Menschen eine Filtertüte im Gesicht haben. Es kommt mir so unwirklich, so surreal vor. Und ich suche dann immer den Ausgang, wo ich hier aus diesem irren Film wieder rausfinden kann. Uns wird suggeriert, es geht hier um die Gesundheit, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird und dass ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen geschützt werden. Aber wenn man sich viele Jahre mit Gesundheit, mit dem Gesundheitssystem beschäftigt, generell mit ganzheitlicher Gesundung, dann kann das einfach nicht stimmen. Ich habe kürzlich erst ein Interview gesehen mit dem Umweltmediziner Dr. Joachim Mutter. Ich kann euch das Video auch mal oben verlinken. Er spricht in diesem Interview von Grenzwerten, von Pestiziden, von Schwermetallen, generell von Stoffen, die seit der Industrialisierung ständig auf uns einprasseln. Und er erzählt zum Beispiel, dass die Grenzwerte von Quecksilber in Fischen erhöht wurden, damit die Fischereien nicht 50% ihrer Fische entsorgen und als Sondermüll deklarieren müssen. Ihr müsst euch mal überlegen, welchen Giftstoffen wir tagtäglich ausgesetzt sind, über die Luft, über das Wasser. Auch unser Wasser ist nicht 100% frei von irgendwelchen schädlichen Stoffen. Das wird uns nur suggeriert. Aber wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, wird man feststellen, dass das nicht so ist. Das können die Klärwerke gar nicht mehr alles herausfiltern. Schaut euch auch unsere Ernährung an.
Schaut euch die Produkte im Supermarkt an. So viele Fertigprodukte, so viele Menschen ernähren sich von Fertigprodukten. Das sind einfach nur Nahrungsmittel, das sind keine Lebensmittel mehr. Da fehlt das Wort Leben in den Nahrungsmitteln. Schaut euch das Obst und Gemüse an in den meisten Supermärkten. Das ist gespritzt und hochgezüchtet. Wie soll man da wirklich gesund bleiben? Viele Menschen lassen sich durch die Medien verunsichern und haben Angst vor einem Virus, der unsichtbar ist. Allerdings ernähren sie sich ungesund, rauchen vielleicht, trinken Alkohol, bewegen sich nicht, achten nicht auf ihre Gesundheit und geben lieber die Verantwortung für ihre Gesundheit an Politiker ab und wollen sich lieber einen Pieks verpassen lassen, als endlich mal ihr Leben umzukrempeln und anfangen, Verantwortung, hundertprozentige Verantwortung für ihr Leben, für ihre Gesundheit zu übernehmen. Ich hatte ja schon den Umweltmediziner Dr. Joachim Mutter erwähnt, der hat auch ein ganz tolles Buch veröffentlicht, Lass dich nicht vergiften. In diesem Buch gibt es einen Überblick, welchen Giften wir ausgesetzt sind und wie wir dem entgegenwirken können. Wenn ihr euch für dieses Buch interessiert, ich verlinke es euch unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Es geht gleich los mit den regionalen Lebensmitteln im Januar bzw. Februar und ihrer Verwendung. Davor möchte ich noch kurz zusammenfassen, warum ich das Einkaufen jetzt komplett weglassen kann. Ich bekomme regelmäßig eine Biokiste aus der Region. Ich bestelle hin und wieder Stangensellerie und südliche Früchte bei Delicato 48 oder auch mal Lavaerde für Haut und Haare, Trockenfrüchte, Nüsse, andere reife Früchte bei Jurassic Food. Ich ziehe regelmäßig Sprossen. Aktuell finden wir zum Beispiel noch Wildpflanzen wie Brombeerblätter und Vogelmiere. Und ich backe zum Beispiel auch regelmäßig für meine Jungs Brot. Ich könnte über meine Biokiste auch Brot und Brötchen bestellen, allerdings gibt es dieses nicht glutenfrei. Und so backe ich immer das glutenfreie, lebensverändernde Brot ein bis zweimal in der Woche für meine Jungs. Das Rezept dazu gibt es auch schon hier auf meinem Kanal. Ich verlinke das Video oben in den Infokarten. Beziehungsweise wer lieber einen Blogartikel dazu lesen möchte, dann verlinke ich euch den Artikel unter diesem Video. Beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Das ist der Inhalt unserer Biokiste vom 29. Januar. Da ist auch eine große regionale Vielfalt dabei und einige Lebensmittel sind aus dem europäischen Ausland. Wie der Spinat und der Fenchel, genauso wie der Brokkoli, die Zucchini und die beiden Gurken. Und dann noch die Süßkartoffel. Ich möchte mich in diesem Video vor allem auf regionale Lebensmittel konzentrieren, deswegen kommen die Lebensmittel aus anderen europäischen Ländern erstmal weg. Das sind natürlich nicht alle Lebensmittel, die man aktuell regional kaufen kann. Deswegen lege ich jetzt noch ein paar Lebensmittel dazu, die ich schon letzte Woche über die Biokiste bestellt habe, beziehungsweise regional dazu gekauft habe. Und jetzt habe ich folgende regionale Lebensmittel auf meinem Tisch. Eine große Portion Grünkohl, das ist allerdings nur die Hälfte, das sind ca. 500 Gramm Grünkohl. Ich habe ein Kilo bestellt und aufgrund des Platzmangels hier auf dem Tisch habe ich nur die Hälfte herausgelegt. Postelein ist dabei, da habe ich auch die doppelte Menge bestellt, also ihr seht nur die Hälfte der bestellten Menge. Dann habe ich Feldsalat, dann habe ich ja noch den Knollensellerie jetzt dazugelegt, Kürbis, dann Wirsing, dann haben wir hier schönen großen Lauch, Chicorée, Zwiebeln, schöne regionale Äpfel, Schwarzwurzel, Wurzelpetersilie, rote Beete, Weißkohl, Möhren, Pastinake und Kartoffeln. Bis auf die Kartoffeln könnt ihr eigentlich alles, was ihr hier seht, roh essen oder roh für verschiedene Rezepte verwenden. Wir essen die Äpfel meistens pur oder ich stelle daraus einen rohköstlichen Apfelstrudel her. Aus dem Kürbis bereite ich zusammen mit Kartoffeln, etwas Pastinake, etwas Möhre und etwas Zwiebel eine Kürbissuppe für meinen Jüngsten zu. Der Wirsing lässt sich gut dämpfen oder auch für einen Eintopf verwenden, kleingeschnitten, oder er lässt sich auch sehr gut roh essen oder so als Wraphülle für einen rohköstlichen Wrap mit einem rohköstlichen Salat. Den Knollensellerie kann man roh, gedämpft oder gekocht essen. Besonders gut schmeckt mir der rohe Knollensellerie mit einem leckeren Erdnuss-Senf-Dip. Kleinere Mengen von Knollensellerie eignen sich zum Beispiel sehr gut für eine Kartoffelsuppe, für eine Gemüsesuppe oder für einen Eintopf. Dann haben wir hier Feldsalat. Den Feldsalat esse ich am liebsten pur oder auch sehr gerne zu gedämpften Gemüse. Dann haben wir hier ein wunderbares, knackiges, frisches Wintergrün, das ist Postelein. Und den esse ich auch am meisten pur
oder zu gedämpftem Gemüse. Das ist Grünkohl, den kann man gut roh essen, also kleinere Teile davon, oder auch sehr gut entsaften oder auch dämpfen. Zum Grünkohl habe ich auch schon ein Video gemacht. Was macht man eigentlich mit Grünkohl? Wenn ihr euch dafür interessiert, ich verlinke es oben in den Infokarten. Hier sind Kartoffeln. Entweder bereite ich daraus für meine Jungs Pellkartoffeln zu oder ich verwende sie für eine Suppe oder für einen Eintopf oder für Backkartoffeln. Dafür bürste ich die Kartoffeln einfach, schneide sie an und backe sie ohne Fett im Ofen weich. Das hier sind Pastinaken, die können roh, gedämpft oder gekocht gegessen werden. Ich verwende sie meistens für Suppen oder Gemüseeintöpfe. Dann haben wir hier Möhren. Die können auch roh, gedämpft oder gekocht gegessen werden. Ich bereite mir aktuell zum Beispiel auch gerne einen Saft aus Rote Beete, Möhren und etwas Grün zu, verwende Möhren aber auch für Suppen und Eintöpfe für meine Jungs. Der Weißkohl ist ein wunderbares Kohlgemüse, den kann man roh essen, einen rohen Salat draus machen, den kann man fermentieren zu köstlichem Sauerkraut, man kann ihn auch entsaften oder auch einfach kochen. Ich habe letztes Jahr auch einen Eintopf, ein Rezept für einen Eintopf veröffentlicht, südafrikanischer Erdnussgemüse-Eintopf. Dafür verwenden wir auch Weißkohl. Wenn ihr euch für das Rezept interessiert, ich verlinke es oben in den Infokarten. Dann haben wir hier Zwiebeln. Die kann man auch roh, gedämpft oder gekocht essen. Für die rohe Zubereitung bereite ich meistens Zwiebelringe zu. Dafür benötigt man ein Dürrgerät. Auf meinem Blogartikel findet ihr das Rezept dazu. Ich verlinke es euch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Gekocht verwende ich die Zwiebeln auch meist für Suppen, Eintöpfe oder Gemüsepfannen. Dann brate ich die Zwiebeln immer am Anfang ein bisschen in Kokosöl an. Das ist Chicorée. Den kann man roh essen, dämpfen oder dünsten. Ich bin die Einzige in der Familie, die Chicorée isst und ich esse ihn am liebsten roh. Den Lauch verwende ich für verschiedene Speisen, auch für Eintöpfe, für Suppen oder auch für Gemüsepfannen. Manchmal, wenn ich viel Lauch übrig habe, dann schneide ich den Lauch ganz klein und dörre ihn ganz trocken und daraus kann ich dann auch ein Lauchpulver mixen und damit Speisen würzen. Rote Beete, eines meiner liebsten Wurzelgemüsesorten im Winter. Am liebsten trinke ich einen Rote Beete-Saft, hatte ich ja schon erwähnt, mit Möhre oder etwas Grün. Die Rote Beete kann auch fermentiert werden, roh geraspelt als Salat gegessen werden oder ihr könnt daraus auch zum Beispiel eine rote Suppe kochen. Ich hatte kürzlich auch ein Video zur Roten Beete veröffentlicht. Wenn ihr mehr Informationen über die Rote Beete erhalten möchtet und auch Inspirationen, wie man diese zubereiten kann, dann schaut gern mein Video dazu an. Ich verlinke es oben in den Infokarten. Hier sehen wir leckere Schwarzwurzel. Bislang haben wir die Schwarzwurzel nur gedämpft. Also die wird geschält, abgewaschen, in kleine Stücke geschnitten und einfach gedämpft. Und dazu am liebsten eine schöne Portion Grün. Hier seht ihr Wurzelpetersilie. Die kann roh gegessen werden, aber auch gekocht oder gedämpft. Ich verwende sie auch einfach mit für Eintöpfe und Suppen für meine Jungs. Ich selber esse Pastinake hin und wieder roh oder entsafte sie auch mit für einen Wurzelknollensaft. Also manchmal, wenn ich Rote Beete und Möhre und Grün entsafte, gebe ich noch ein, zwei kleine Wurzelpetersilien dazu. Fast hätte ich es vergessen zu erwähnen, wir haben ja seit Anfang September einen Mitbewohner aus Portugal auf vier Pfoten. Dazu gibt es demnächst auch noch ein Video. Unser Hund Jackie liebt auch pflanzliche Lebensmittel, also fast alle Lebensmittel, die ihr hier in diesem Video gesehen habt, die isst er auch. Zum Beispiel gedämpftes Gemüse, gedämpften Grünkohl, auch rohen Grünkohl, manchmal auch ein bisschen Postelein, Feldsalat. Er isst auch gerne rohe Äpfel oder auch rohe Möhren. Das war's von mir. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Mich interessieren jetzt natürlich eure Meinungen, eure Gedanken zu diesem Video. Zum ersten Teil des Videos, wie ihr das gerade handhabt mit den Masken, mit dem Einkauf. Habt ihr auch Vorräte, minimiert ihr das oder macht es euch nicht so viel aus? Ich freue mich über Austausch zur C-Thematik bzw. zur Mund- und Nasenbedeckung, zu diesen verschärften Maßnahmen. Und mich interessiert auch, wie ihr aktuell vorsorgt. Ich wünsche euch eine harmonische und friedliche Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.